Philipp, tausch den Platz mit Martha. Anthony, tausch mit deinem Nebenmann. Los, Michael, lass die Wölfe heulen. Daniel, Simon, tausch den Platz. Mein Bein tut weh. Dann sing, das hilft. Okay, und los. Les arbres se penchent, c'est plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me sent encore plus doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets. Allumette craquée et tout part en fumée. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Autour de nous, le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés des poussières dans les cheveux. Au long de mes jambes, la caresse du feu. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Ah, Mama. Bye. Hallo, Diane. Bye, Martin. Guten Tag, Gabriel. Salut. Sollen wir dich nach Hause bringen oder nicht? Oh nein, nein, ich kenne den Weg nicht. Okay. Bye. Gabi! Martin, bye, Gabi! Wollt ihr das Konzert noch machen oder nicht? Ja! Hey, aber hallo, mit Charles Bois ist doch klar. Ist das wahr? Er macht die Show mit uns? Aber ja. Dann hat er nicht mal geübt. Eins, zwei, drei, vier. Bye, Martin. Tag, Gabriel. Salut. Bye. Ich möchte euch meine Töchter vorstellen. Das ist Sophie und das Gabriel. Guten Tag, sehr abgeholt. Das ist doch ihr Mann, der Indien lehrt, oder? Und mein Liebster ist am anderen Ende der Welt. Flieg doch einfach zu ihm hin. Es ist kompliziert. Kompliziert ist es nicht. Du hast dein Flugticket. Stell dir vor, Gabi ist verliebt. Sie hat einen Freund. Mit Küssen und so. Meinst du, sie haben sich angefasst? Gabriel, hast du Martins Penis berührt? Oh nein, nein, nein. Seinen Penis habe ich nicht berührt. Keine. Okay, sie will ihre Selbstständigkeit beweisen. Ich will auch in einer eigenen Wohnung leben, so wie du. Über mein Leben entscheiden, wie du. Einfach normal sein, wie du. Eine eigene Wohnung. Das ist nicht realistisch. Na, Laurent ist sie gut aufgehoben. Ja, das fordert dich nicht zu sehr. Ich bitte? Manu, sag's nicht meiner Mama, okay? Ich muss die Verantwortlichen unterrichten. Martin ist jederzeit im Wohnheim willkommen. Das geht mir etwas zu schnell. Dann war es vielleicht an der Zeit. Du vermengst da etwas. Du weißt, dass es für Menschen wie sie nicht dasselbe ist.